Herzlich willkommen und willkommen zur Session Fairer ICT-Hardware-Beschaffung einfach zugänglich machen. Eine der Sessions hier im Rahmen der DINACON 2020. Das Spezielle an diesem Workshop ist, dieser Session ist, dass sie in zwei Teilen durchgeführt wird. Teil 1 ist jetzt von 13.40 Uhr bis 14.40 Uhr und wird einen allgemeinen Überblick über dieses Thema geben. Dort wird es zwei Inputs geben, den einen von Josephine Hinz, eClair Europe. Und meine Person darf kurz die Schweizer Situation dann darstellen. Dann gibt es eine kurze Pause und dann werden wir in Teil 2 eine Panel-Diskussion haben, die wird auf englischer Sprache geführt, wo wir auf einem vertieften Expertenniveau mit verschiedenen Personen sprechen werden. Zwei Expertinnen werden uns das soziale Thema näher bringen und wir werden hier noch zwei, weil die sehen Sie schon, zwei Mitdiskutanten von der Seite der öffentlichen Hand in der Schweiz mit dabei haben. Zu Beginn jetzt aber möchte ich die Möglichkeit geben, dass Josephine Hinz jetzt uns einen Input geben kann zu dem Projekt How to make ICT Hardware oder How to procure fair ICT Hardware. Josephine Hinz ist bei eClair Europe im Officer im Team Sustainable Economy and Procurement. Sie ist Mitautorin oder Mitwirkende in dem Projekt Make ICT Fair, wo wir heute eine der Publikationen vorgestellt bekommen. Es geht über ganz viele andere Aktivitäten, in denen sie sich um nachhaltige öffentliche Beschaffung kümmert, die vorantreibt. Dort ganz viel Netzwerk. Sie ist halt eben auf europäischer Ebene sehr stark vernetzt und kennt da die Szene. Und wir freuen uns, dass sie heute uns verfügbar ist und uns diesen Einblick geben kann. Josephine, wir freuen uns, dass du dabei bist und geben dir jetzt die Möglichkeit, uns deine Präsentation vorzustellen. Vielen Dank, Tobias, und ein herzliches Hallo von mir. Ich bin in Freiburg in Deutschland, eigentlich sonnig, aber heute regnet es leider. Deshalb der volle Fokus auch auf die Präsentation und auf das Thema. Bevor ich meinen Bildschirm teile und starte mit unseren Erfahrungen, würde mich voll interessieren, wie die Erfahrungen so heute in dem digitalen Raum sind. Gibt es hier Menschen, die schon mal fair beschafft haben, was Elektronikprodukte angeht, oder ist es alles ganz, ganz neu? Gerne die Erfahrung im Chat teilen. Und dann kann ich vielleicht auch das eine oder andere eingehen. Das wäre super hilfreich. Da kann ich kurz auch eine Rückmeldung geben. Wir haben einmal einen WTO-Beschaffer hier dabei. Also das ist die ganz qualifizierte Ebene. Und ich denke, wir hätten auch das andere Ende, also relativ neue oder Interessierte, die neu an dem Thema sind. Wir können wirklich die ganze Bandbreite geben, aber nur für dich zum Wissen, es gibt ja auch wirklich dann die Experten, mit denen wir nachher diskutieren. Super. Und sonst lasse ich dich im Chat das wissen, wenn wir wenn eine Rückmeldung haben. Okay, danke schön. Genau, also How to procure fair ICT Hardware. Ich werde in meiner Präsentation einmal ganz kurz eben für die, die ein bisschen neu zum Thema sind, den Kontext kurz bereit aufbauen und danach auf ein konkretes Projekt eingehen und in dem auch 5 Pilotausschreibungen, die ich mitbetreut habe und mein Team hier über die letzten Jahre und dann mal eine Erfahrungsreflexion geben und dann können wir einmal auch in das Dokument konkret reinschauen, was wir basierend darauf kreiert haben. Ganz kurz vorweg, es geht um 50 Milliarden Euro in der Europäischen Union, die von Städten, Kommunen, Universitäten, Krankenhäusern und eben auch andere öffentliche Einrichtungen ausgegeben werden zu oder für elektronische Geräte. Und dazu gehören eben die ICT-Informations- und Kommunikationstechnologie, also es geht um Desktop, Laptop, Computer, Server, Bildschirme, Drucker, Smartphones etc. Und das sind ja auch einfach, das sind Produkte, die haben einen globalen Fußabdruck.
nicht nur aus einer Umweltperspektive, sondern eben auch aus einer sozialen Perspektive. Und ja, nach wie vor finden dort Verletzungen von Menschen und auch Umweltrechten statt. Und dazu gehören sehr lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne, Vergiftung, Kinderarbeit, Wasserknappheit, wirklich von Bergbau bis zur Fertigung. Also wir reden über die ganze Lieferkette. Nun haben wir bei eClay, die wir seit 24 Jahren zum Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung arbeiten, mit Kommunen in ganz Europa, eine Perspektive, die sagt, öffentliche Einkäufer, EinkäuferInnen können Veränderungen herbeiführen, können den Markt mitgestalten, indem sie eben zusammen mit Unternehmen an sozialen Umweltstandards arbeiten. Und da ganz konkret sind eben die Kriterien und Klauseln in Beschaffungsaufträgen ganz signifikant und können auch über, sag mal, die ersten paar Ebenen in der Lieferkette hinausgehen, sondern wirklich auch auf der Ebene der Raffinerien zurückgehen, wenn nicht sogar noch weiter. Vor ungefähr 3 Jahren hat das Projekt Make ICT Fair angefangen. Letztendlich steht es dafür, Reforming Manufacture and Mineral Supply Chain through Policy, Finance and Public Procurement. Wir sind Teil dieses Konsortiums, wie gesagt, seit 3 Jahren. Da ging es nicht nur um Beschaffung, sondern es ist ein sehr spannendes Projekt, in dem es auch um Wissenserweiterung von EU-BürgerInnen geht und zu genau diesem Thema und auch verknüpft zur Agenda 2030. Zudem ging es auch darum, wirklich diese globale Verantwortung, dieses Bewusstsein für diese globale Verantwortung in diesem Sektor, in diesem Konsumgüterfokus zu stärken. Und es ging eben auch, und das habe ich hier mal unterstrichen, das ist nämlich der Bereich des Projektes, in dem eClay zusammenarbeitet mit auch Electronics Watch. Das ist bestimmt auch ein Name für viele heute, die dabei sind, eben wirklich dann mit Beschaffenden aus verschiedenen Kommunen und Städten in Europa zu arbeiten und deren Wissen zu erweitern, aber die auch untereinander zu vernetzen, die schon dazu arbeiten oder die daran ein großes Interesse haben. Letztendlich haben wir eine Interessensgruppe geformt und in der haben Pilotausschreibungen stattgefunden. Was meinen wir mit Pilotausschreibungen? Letztendlich ist es sowas wie einfach mal einen Schritt weitergehen als vorher, zu sagen, als Stadt, wir wollen was Neues ausprobieren, wir wollen aus unserer Komfortzone auch in der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung, wir wollen einfach schauen, wie können wir weitergehen, weil anscheinend reicht es noch nicht, was wir bisher machen. Wir gehen nun ein auf diese 5 Beschreibungen, die wir mit betreut haben. Wir werden dazu, das vielleicht als kleine Preview schon mal, wir werden in den nächsten paar Wochen hierzu Case Studies veröffentlichen, die sehr detailliert sind, mehrere Seiten lang und wirklich auch anderen dann helfen sollen, dieses Feld zu navigieren. Deshalb will ich gar nicht zu viel verraten und werde bei den verschiedenen Piloten auf bestimmte Aspekte eingehen. Gibt es Verständnisfragen, gerne in den Chat, und Tobias, vielleicht magst du dann einfach kurz mir sagen, wenn es da etwas gibt. Ist gerade gemeldet worden? Ist gerade? Ja, ich habe gerade was geschickt. Hm? Ah, das sehe ich leider gerade nicht auf meinem Bildschirm. Okay, sonst kann ich sagen, also wir haben Rückmeldung bekommen, es gibt Beschaffer, die auf Anweisung von Technikern Hardware beschaffen. Und das Zweite ist, dass wir Unterstützer haben, Consultant haben, die Bums- und Kantonsstellen, also die föderale und die Landesebene sozusagen bei Ausschreibungen, also größere IT-Hardware- und Software-Ausschreibungen unterstützen dann. Das sind die 2 Rückmeldungen, die wir haben.
Ah ja, super, Dankeschön. Ja, dann starten wir doch mal in den Niederlanden, in Haarlem, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Amsterdam. In Haarlem ist es so, dass die Ausschreibung, die ich vorstellen werde, die ist pausiert worden aufgrund von der Corona-Krise. Aber ich stelle es trotzdem vor, weil es ein sehr spannender Prozess. Also hier einfach diese Prozessperspektive aufsetzen. Hier ging es darum, um die Beschaffung von 900 bis 1000 Desktop-Workstations und über 1000 mobilen Geräten für die Mitarbeitenden in der Gemeinde. Haarlem ist zum Beispiel auch Electronics Watch Affiliate, wichtig zu wissen. Und wir haben mit Haarlem zusammen ein Marktdialog-Event gemacht, ganz am Anfang von diesem Prozess. Und da war auch das Bild gerade von, ich gehe nochmal eine Slide zurück, hier das Bild, wo wir ja die Hauptlieferanten, Wiederverkäufer mit verschiedenen BeschafferInnen aus Haarlem und auch anderen niederländischen Kommunen zusammengebracht haben für einen Tag in verschiedenen Formaten, wo wir wirklich dann durch Kriterien gegangen sind. Und da kann ich gerne gleich noch ein, zwei Sätze danach zu sagen. Auf jeden Fall war ein Hauptresultat von diesem Marktdialog, dass Haarlem nicht nur eine faire Beschaffung machen wollte von eben diesen Geräten, sondern ein Hardware-as-a-Service-Modell. Und hier kommt eben auch was wir mehr und mehr sehen, dass es diesen Bedarf gibt nach Kreislaufwirtschaft von Elektronikprodukten, aber nach wie vor eben auch fair. So, und hier hat Haarlem eben, wie ich gesagt habe, das gerade pausiert. Allerdings sind sehr viele Schritte innerhalb der Kommune gelaufen in der Zeit. Und eben dieses Marktdialog-Event, was ich gerade erwähnt hatte, war Teil von einem größeren Prozess. Es gab danach noch eine zweite Veranstaltung, wo noch mal mehr konkret auf das Kreislaufmodell, auf das Servicemodell eingegangen wurde. Und es gab auch noch eine zusätzliche Umfrage danach. Und wir hatten ungefähr über 80 IndustrievertreterInnen bei diesen Events mit dabei. Und hier fand ich es ganz spannend, dass eben wirklich Haarlem auch diese eine Beschaffung zu den breiteren Nachhaltigkeitszielen verknüpft hat. Also wirklich die Verbindung gemacht hat zu den strategischen Zielen der Gemeinde als solches. Und da ist es spannend, da freue ich mich später auch auf eine Diskussion, wie wir Beschaffung, öffentliche Beschaffung mehr als Werkzeug sehen zur Erreichung von eben den Nachhaltigkeitszielen als solches und gar nicht mehr unbedingt nur ein alleinstehender administrativer Prozess sind. Genau, und wir hatten eben verschiedene Methoden, wie ein World Café oder auch Pitch Slams, wo die Lieferanten und Wiederverkäuferorganisationen kurz reagieren konnten, sagen konnten, was können wir denn bieten, was sind unsere Fragen wiederum an die Gemeinde. Das ist es, glaube ich, zu Haarlem. Genau, soweit erstmal. Und wir springen rüber nach Spanien, nach Barcelona. Hier auch sieht man in dem Bild viele Diskussionen. Für Barcelona war es eins der ersten Ausschreibungen. Und hier war es konkret auch für das Computer Science Institute, auch IMI genannt. Und es ging hier um Beschaffung eines Lieferbereitstellungs- und Installationsservice für Desktop-Workstations und Laptops, also ähnliche Produkte wie in Haarlem. Diese wurde vergeben letztes Jahr im November, also ja, vor einem Jahr ungefähr, mit einem Auftragswert von knapp über 1 Million. Und auch hier haben wir mit Barcelona, weil, wie gesagt, es war alles neu, es war alles unsicher, wie die Lieferanten und Zulieferer, mit denen sie sonst zusammengearbeitet haben, auf diese Veränderung in den Kriterien reagieren. Deshalb haben wir im Februar des Jahres, also ja ein gutes halbes Jahr vorher, einen Marktdialog veranstaltet. Hier auch wieder mit Unterstützung von Electronics Watch, wo Barcelona auch ein Affiliate ist. Und in dieser Beschaffung
Und als Resultat auch von dem Marktdialog hat Barcelona eben zum ersten Mal in diesem Bereich die Grundlage zur Auswertung in diesem Verhältnis, also Preis-Leistung. Es gab 96 Punkte im Bereich Preis und dann 4. Und ich zeige gleich die Kriterien auch, die dazu ausgewählt wurden, eben die soziale Komponente zu stärken. Und es gab 5 Angebote letztendlich, die alle Anforderungen erfüllt haben. Genau, und zusätzlich zu den beiden Kriterien, die ich gleich zeige, wurden eben auch die Electronics Watch Clauses, die sind vielleicht auch einigen ein Begriff, sonst teile ich die gerne später auch nochmal, die wurden auch mit angewandt. Und ich zeige das einfach mal kurz in dem Wortlaut, das ist jetzt auch auf Englisch, weil ich einfach das Original zeigen wollte, wie es eben publiziert wurde. Hier ging es einmal, was ein Zuschlagskriterium, das auch wichtig zu wissen, ein Zuschlagskriterium, Supplier Code of Conduct. Und das zweite war zum Thema Lifecycle Transparency. Genau. Und klar, das ist jetzt gerade viel Text und ich bin nicht auf alles konkret eingegangen, aber diese Kriterien lassen sich auch letztendlich wieder in dem Dokument finden. Also keine Sorge. Ja, wir springen wieder in den Norden, nach Norwegen, nach Stavanger, eine kleine Kommune. Stavanger hat für Grund- und Mittelschulen Chromebooks beschafft. Und das hat in diesem Jahr stattgefunden, ungefährer Auftragswert 3 Millionen Euro. Hier, sehr spannend, ein Preis-Qualitäts-Verhältnis von 40 zu 60. Ja, 40 zu 60. Es gab mehr Punkte für Qualität als für den Preis. Ein sehr, sehr starkes Signal für den Markt und einfach auch, ja, zeigt einfach, wie viel Bestärkung es aus Stavanger für diese Art von Beschaffung gibt. Und ein paar von den Qualitätskriterien haben sich auf Ethik der Lieferanten, verantwortungsbewusstes Handeln, Verhaltenskodex, Kapazitätsaufbau, also auch eine Prozessperspektive und die externe Zusammenarbeit fokussiert. Ein offenes Verfahren war das für einen 2-Jahres-Vertrag und es sind 2 Angebote eingegangen. Wir haben mit der Beschafferin von diesem Auftrag gesprochen und sich hierzu gefragt, ob das nicht ein bisschen wenig war. Und sie meinte, sie waren eigentlich recht zufrieden, dass sie 2 bekommen haben. Also das war eher ein Erfolgserlebnis. Genau. Das als kurze Rückmeldung dazu vorab. Einmal ganz kurz, weil hier wurden nicht nur Zuschlagskriterien verwendet, sondern auch die technischen Spezifikationen genommen und sich zum Beispiel auf die OECD's Due Diligence Guidance oder auch die Responsible Minerals Initiative zu beziehen. Genau, und diese Zuschlagskriterien, die ich eben schon aufgezählt habe, waren jeweils mit 25% gewichtet, also da auch eine gleiche Verteilung. Dann ein auch sehr spannendes Fallbeispiel, wie ich finde, APUC Scotland in Großbritannien. APUC Scotland ist keine Gemeinde, ist keine Stadt, sondern, das sehen wir hier in der Überschrift, ist ein Advanced Procurement for Universities and Colleges. Also es ist eine, ich weiß nicht, ob man das in Deutsch als Agentur bezeichnen kann, aber es ist eine Zusammenschluss, um allen Universitäten und Colleges in Schottland zu helfen, besser zu beschaffen. Und in diesem Beispiel ging es um einen Rahmenvertrag, also jetzt auch kein einzelner Auftrag, sondern wirklich einen Rahmenvertrag für die Lieferung, Planung und Installation energieeffizienter audiovisueller Geräte. Das wurde recht früh in unserem Projektzeitraum vergeben, 2018 schon. Auch APUC ist ein sehr langer Electronics Watch Affiliate. Und in diesem Rahmenabkommen wurden sowohl soziale als auch ökologische Kriterien mit einbezogen.
Und hier wurden die Meet Criterias das als Ansatz zugrunde gelegt, also Most Economic Advantageous Tender. Und es gab zwei Lose in dem Rahmenvertrag, genau. Und hier ganz spannend, dass eben in dem zweiten wurde diese Komponente von den Gesamtlebenszyklungskosten verwendet. Das habe ich mit aufgenommen, um einfach auch zu zeigen, es gibt einfach wirklich mehr und mehr diese kreiswirtschaftliche Perspektive. Und da müssen wir schauen, wie wir es alles unter den Hut bekommen und alles gut abwägen können, dass das Soziale nach wie vor eine große Rolle spielen kann. Und hier, genau, 13 Angebote sind eingegangen. Ich möchte vor allem auf die Vertragsklauseln eingehen in diesem Beispiel. Denn APUC, klar, die haben auch Zuschlagskriterien, die haben auch technische Spezifikationen hier für faire ICT benutzt. Aber was hier wirklich sehr spannend und inspirierend ist, sind wirklich diese Klauseln. Denn alle Auftragnehmer werden wirklich aufgefordert, wirklich jederzeit ethisch und ökologisch nachhaltig, sozial verantwortlich zu handeln und sich wirklich zu bemühen. Und das ist eben in den Klauseln verankert, also eine grundlegende Bemühung, eine Aufforderung zur grundlegenden Bemühung. Und dazu, das spezifizieren sie eben auch, sie haben einen eigenen Verhaltenskodex für die ganze Lieferkette. Und sie haben, sagen auch ganz klar, es muss um existenzsichernde Löhne gehen oder dann, wenn es in Ländern vorhanden ist, ein Mindestlohn. Und referieren auch zu dem Modern Slavery Act. Das letzte Beispiel, und ich bin auch gespannt, ob es zu bestimmten Cases Fragen gibt oder auch später in der Diskussion kann ich gerne auf das eine oder andere nochmal eingehen, ist Stockholm, Schweden. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele keine große Überraschung ist, dass wir mit Stockholm zusammenarbeiten, wirklich als führende Stadt und Region in diesem Bereich. In unserer Case Study gehen wir auf die Erfahrung von 8 Beschaffungen, die 2018, 2019 vergeben wurden, ein. Es geht hier um 62 Millionen Euro. Und Stockholm hat wirklich sich als grundlegendes Ziel gesetzt, mit dem Markt zusammenzuarbeiten, vor allem mit den Wiederverkäufern und wirklich auch diese globale Perspektive auf die Lieferkette und die Beeinflussung dessen sich als Auftrag gesetzt. Und ich gehe gar nicht jetzt auf das konkret Technische ein und wie die das genau gemacht haben, sondern mehr auf die Lektionen wirklich von diesen 8 Beschaffungen. Einmal geht es darum, es muss verbindliche vertragliche Anforderungen geben. Und es müssen man kann natürlich noch spezifischer auf Dinge eingehen. Und das muss, also das kann dann auch, je nachdem, welchen Schwerpunkt man legen möchte, kann das schon in der Angebotsphase sein, aber auch auf Anfrage oder auch während der Vertragsverwaltung oder des Contract Managements dann. Eine vielleicht auch offensichtliche Lektion, aber durchaus wichtige, ist eben, dass die Kriterien abgewogen werden müssen und eben hier auch wirklich zu reflektieren, was ist für uns als Organisation am wichtigsten. Also nicht einfach was übernehmen, was andere gemacht haben, sondern einfach auch mal nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was ist für uns strategisch am wichtigsten, was soll am meisten Punkte bekommen. Und was ich eben schon erwähnt hatte, einen regelmäßigen Dialog mit dem Markt zu haben. Und das über einen Auftrag hinaus zu denken. Ja, soweit zu den Pilotausschreibungen. Bevor ich auf das Dokument eingehe, Tobias, sind da gerade Verständnisfragen zu einem oder zwei von den Piloten? In die Runde gibt es. Ich habe meine Frage schriftlich gestellt. Ah, okay. Dann ich lese die vor. Wie wurde in den Rahmenverträgen sichergestellt, dass die Spezifikationen auch eingehalten wurden? Die Frage, die ist gerade gestellt worden. Mhm.
Also es war dann wahrscheinlich bei dem Beispiel von Schottland, oder? Also der Rahmenvertrag dort. Ich kann gerne gleich mal in die Case Study reinschauen und da konkret dazu ja, das rausfinden und kann da gerne das in den Chat schreiben. Gibt es sonst allgemein vielleicht Probleme, die Vertragsinhalte generell sicherzustellen? Also es wäre jetzt für den Rahmenvertrag speziell, aber das ist ja immer wichtig, dass das Offerierte und nachher zugeschlagen, dass das auch nachher in der Vertragslaufzeit eingehalten gibt. Gibt es da spezielle Punkte, wo man auch von Electronics Watch gute Unterstützung bekommen kann, dass man sicherstellt, dass man auch wirklich das bekommt, was man eingekauft hat? Ja, also ich glaube, das hast du ja gerade schon erwähnt, die Zusammenarbeit mit Electronics Watch ist hier super wichtig, weil es eben einen komplett anderen Monitoring-Approach gibt. Generell gibt es natürlich immer das Risiko, dass das, was versprochen wurde, nicht eingehalten wird. Wir haben jetzt in dem Projekt auch nicht die Silver Bullet gefunden, die das löst. Ich glaube aber, was wir geschafft haben, ist einfach einen Ansatz zu verbreiten, so diesen Due Diligence-Ansatz in das Contract Management mit reinzunehmen, wo es darum geht, Schritt für Schritt zusammenzuarbeiten. Auch der Ansatz von Electronics Watch ist ja nicht, sobald es einem Vergehen gibt, den Vertrag sofort aufzukündigen, sondern es geht darum, zusammen Schritt für Schritt zu arbeiten. Und da haben wir einfach ja auch, was ich mehrfach erwähnt hatte, durch die Zusammenarbeit mit dem Markt sind wir halt dahin gekommen, Vertrauen zueinander aufzubauen und Kommunikation zwischeneinander aufzubauen. Das vielleicht als erste Reflexion zur Frage. Ich glaube, auch dieses Element mit dem Vertrauen aufbauen ist das ganz Wichtige und nicht das Strafende, glaube ich, das Element, weil im Bereich der sozialen Kriterien ist, das habe ich so auch von Electronics Watch gehört, dass es sehr, sehr wichtig, nicht nur auf Seite der, also diese Beziehung zwischen Beschaffenden und liefernden Einheiten, dass die gut miteinander kommunizieren können. Und wenn man da ein gewisses Vertrauen hat, kann man sich nachher auch Sachen offener und direkter oder auch verschärfter nachher kommunizieren. Und dann, das ist ja super, dass sich das auf jeden Fall ergeben hat. Jetzt gab es noch eine zweite Frage. Sie können das auch alles im Public Chat nachlesen. Ich wiederhole es auch nochmal für Josefine, falls sie es nicht sehen würde. Wurde die Zusammenarbeit bzw. die Art der Ausschreibung als wertvermehrend aufgenommen oder war es eine Abbehaltung zu spüren? Ich gehe darauf ein, wahrscheinlich das, was von der nachfragenden Seite, ja, also Nachfrage gegen Angebot. Also ich meine, gibt es konkret Dissens zwischen verschiedenen Herstellern oder und denen, was angeboten wäre. Also gibt es da wirklich einen Clash oder gibt es da einen guten Austausch miteinander? Wahrscheinlich das Dialogverfahren ist da ein Stichwort. Genau, also wir haben einfach da bin ich die Frage richtig verstehe, geht es auch darum, okay, gab es also genügend Angebote oder gab es auch so krasse Konkurrenz zwischen Anbietern? Ich glaube, zu dem ersten Teil, das ist so, keine der Ausschreibungen, die wir jetzt im Rahmen des Projektes mit betreut haben, hat kein Angebot bekommen. Und dem haben wir eben auch vorgebeugt mit eben diesen Marktdialog-Veranstaltungen und Prozessen, wo dann auch einfach das Selbstvertrauen bei den Beschaffenden erzeugt wurde, damit weiterzugehen. Und auch unsere Erfahrung in diesen Marktdialogen, wo ja dann die verschiedenen Lieferanten, Zulieferer da waren und diskutiert haben. Klar gab es dort auch Konkurrenzdiskussionen, aber unser Eindruck war eher, dass es darum geht, zusammen voranzuschreiten. Und was wir natürlich auch dadurch erzeugen, mit diesen Pilotausschreibungen, dass wir anderen Lieferanten, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind, das gibt es ja auch durchaus, die das noch nicht liefern können, was hier gefordert wird, dass die aber merken, das ist so ein erstes Signal, der Markt, also einige in dem Markt können das schon abliefern und entsprechend dann selber mittelfristig zu schauen, sich auch in die Richtung bewegen zu können. Ja.
Da gab es aber, genau, bei dieser Konkurrenz, da ist man sich aber trotzdem auf Augenhöhe begegnet und hat gesagt, okay, ich muss anerkennen, das kann der andere einfach schon liefern, ich kann das noch nicht. Ja, also es war unsere Erfahrung soweit. Ich glaube schon, dass die großen Brands wie HP oder Dell oder auch die Zulieferer wie Atea in Skandinavien, ja, die sind ähnlich weit. Also ja, da gibt es auf jeden Fall auch Unterschiede, aber die sind ähnlich weit. Also es ist jetzt nicht möglich, sich auf diese Ausschreibung mitzubewerben. Ja. War denn, nur zur Information, war bei diesem Marktdialog auch immer ein Vertreter von Electronics Watch mit dabei? Ja, genau. Wir haben die immer zusammen organisiert und ja. Und dann war das immer auf Augenhöhe. Also es war immer, es haben immer die Level auch miteinander gesprochen, weil meistens ist es ja auch so, dass die Beschaffungsstellen nicht unbedingt das Fachwissen haben, aber das Fachwissen wurde dann durch den dritten Electronics Watch mit reingebracht, um dann mit den Herstellern zu sprechen. Ganz genau, ja. Okay, super. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, die ich vorlesen möchte. Die Beispiele betrafen jetzt nur größere Beschaffungen. Wie bzw. wo kann ich auch bei kleineren Beschaffungen ohne Ausschreibung, also unterschwelliges, fair beschaffen? Wo kann ich Hardware- oder Softwarehersteller, Anbieter vergleichen? Sehr gute Frage. Ich glaube, also das Vergleichen, da fällt mir jetzt direkt das nicht ein. Ich kann da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht später da eine Rückmeldung geben zu dem ersten. Da würde ich vielleicht auch gerne gerade die Möglichkeit nutzen, kurz in das Dokument reinzuschauen. Ich hoffe, dass ich hier gerade einmal kurz dahin komme. Kleinen Moment. Genau, in der Zwischenzeit, wir kommen Fragen noch schriftlich, uns in den Chat reinzuschreiben. Genau, also das ist das PDF, 30 Seiten. Ich scrolle einmal. Dort würde man auch noch mehr Informationen zu den genannten Beispielen, die du gebracht hattest, finden, korrekt? Nee, dieses Dokument ist ein bisschen losgelöst von den Beispielen, weil dieses Dokument wurde in Zusammenarbeit mit allen erstellt. Genau, das wollte ich auch noch erwähnen, dass eben dieses Dokument, was wir publiziert haben in diesem Jahr, wurde nicht von eClay, wurde nicht von Electronics Watch alleine geschrieben, sondern wirklich im Austausch basierend auf den Erfahrungen, die jetzt gemacht wurden in den Beispielen und ist eben auf so einem abstrakteren Level, dass es eben angewandt werden kann bei anderen öffentlichen Organisationen zur Beschaffung. Wir werden hoffentlich Mitte November diese Cases, diese Pilotausschreibungen so mit den Erfahrungen, die ich auch genannt habe, veröffentlichen. Also die sind noch nicht draußen. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Sneak Peek Präsentation. Um kurz zurück zur Frage zu kommen und auch im Anbetracht der Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht, hier durchzugehen und sich vielleicht dann auf die Zuschlagskriterien zu fokussieren. Und bei kleineren Ausschreibungen, ja, also unsere Guidance ist jetzt nicht konkret darauf auch ausgelegt. Ich weiß nicht, ob jemand anders da in dem Panel eine Idee hat. Aber wir haben eben hier zumindest vielleicht auch als Inspiration wirklich verschiedene Listen an Kriterien. Also es waren jetzt gerade die Selection Criteria, dann die Technical Specifications und weiter unten, da wollte ich eigentlich hin, die Award Criteria. Entschuldigung. Hier, genau, also die Zuschlagskriterien. Genau. Ich gehe einmal wieder zurück zu meiner Präsentation. Seht ihr das? Ja. Oder, okay, gut, weil ich das Fenster gewechselt habe, deshalb war ich mir nicht ganz sicher. Genau, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, wir haben dieses Dokument zusammen mit eben der Procure Plus Interest Group on Socially Responsible Procurement auf ICT Hardware kreiert.
also eben im Zusammenschluss, im Austausch. Und da, ja, das ist ein Leitfaden, der wirklich auch für BeschafferInnen gedacht ist, die sich schon ein bisschen auskennen. Also es ist jetzt nicht First Steps, sondern wirklich auch etwas fortgeschrittener. Genau, das ist wichtig zu erwähnen. Und ganz kurz ein paar Lessons learned von unseren Erfahrungen jetzt. Ist zum Beispiel der Markt bewegt sich auch so oder so weiter. Und es ist super wichtig, da diese Änderungen, also sich dessen bewusst zu sein, was sich wie verändert bei Unternehmen. Also was sich nicht nur bei sich selber verändert, sondern auch allgemein in dem Markt. Genau, es geht um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, etwas, worüber wir eigentlich nicht mehr sprechen sollten, was eigentlich ein Normalzustand sein sollte. Anzuerkennen, dass Lieferketten nicht bei der Fabrik enden, sondern dass man durchaus tiefer gehen kann, indem man durch Transparenz oder wenn man nach Transparenz fragt, heißt es auch, dass dadurch Verbesserungen entstehen können, was Soziales angeht. Es geht letztendlich um verantwortungsvoll beschaffte und fair produzierte Materialien. Also hier wirklich auch nochmal die Verbindung zwischen Verantwortung für Planet, Verantwortung für Menschen und eine offene Frage, das Circular means social. Wir sind dabei, da die ersten Antworten einzuholen und das mitzugestalten. Da bin ich auch sehr neugierig, wie andere Gedanken schon dazu bestehen in so einem digitalen Raum hier heute. Ganz kurz eine offene Einladung zu Eglays verschiedenen Kanälen zum allgemeinen Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung. Wir haben verschiedene Netzwerke, in denen wir mit Kommunen und Städten in Europa, aber auch weltweit zusammenarbeiten und letztendlich auch, es gibt das One Planet Network on Sustainable Public Procurement, wo wir uns regelmäßig austauschen, nicht nur mit Städten, sondern mehr die Kommunen vertreten und mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten. Soweit erstmal. Vielen Dank. Wie gesagt, der Kontakt, ich habe meine E-Mail-Adresse mal mit aufgenommen. Ich freue mich sehr auf weitere Austauschmöglichkeiten. Zurück zu dir, Tobias. Ja, ganz herzlichen Dank. Digitale Applausmöglichkeiten nutzen wir. Wir nutzen vielleicht auch mal noch 5. Halbwegs Normalität. Ganz vielen Dank, Josefine. Super, danke für den Austausch. Wir können das auch gerne noch weiter fortführen mit den Fragen. Die Zeit ist insofern kein Problem, dass ich mich nachher ein bisschen einschränke und wir die Diskussion hier weiter leben lassen. Es gibt auch noch weitere Fragen. Im Chat sehe ich zum einen, dass es die Frage gibt, die bezieht sich wahrscheinlich auf das angekündigte Dokument von dir. Gibt es ungefähr ein Datum, wann ihr mit den Case Studies veröffentlichten, also wenn ihr da rausgehen wollt? Und man wird es wahrscheinlich über die Public Procurement Plattform wird man es damit bekommen. Oder was ist der einfachste Weg, den Hinweis zu bekommen, dass das dann veröffentlicht worden ist? Ja, danke für die Frage. Also wir hoffen auf Ende November. Aber gerade in der Krisensituation, weil wir es eben in Absprache mit den Städten alles machen, kann sich das auch gerne mal etwas verzögern. Allerdings wird das Projekt Make ICT Fair im Januar enden, also spätestens dahin wird es draußen sein. Ich schicke gleich mal ein, zwei Links in dem Chat. Wir haben ein Newsletter, wir haben eine Mailinglist, worüber wir regelmäßig dann Updates schicken, was sich so Neues ergeben hat. Genau, das ist super, weil dann wäre das genau die Antwort auf die Frage. Man müsste sich jetzt auf den Newsletter dann einschreiben und dann wird man mindestens die Infos bekommen. Aber so wie ich den auch kenne, den Newsletter, gibt es da öfter und noch mehr Themen als nur jetzt das Gedachte. Aber das jetzt hier behandelte Thema. Dann noch eine Frage, die ich habe, die noch gestellt wurde. Und zwar kam das... das ist die Antwort vielleicht sogar auf die Frage bezüglich, wie kann man die verschiedenen Angebote untereinander vergleichen. Da wurde gesagt, okay, das PDF, das hilft soweit, weil so wie ich das
PDF verstehe, was ihr da veröffentlicht habt, ist das ja so ein analog zu den bekannten Green Public Procurement Kriterien. Also die GPPs gehen ja explizit immer auf die ökologischen Kriterien ein und ich verstehe das PDF, was ihr jetzt da habt, als eine super gute Ergänzung, wie man soziale Kriterien mit Zuschlagskriterien, technischen Spezifikationen, Eignungskriterien, analoge auch einbinden kann und so auch bewerten und vergleichen kann. Ist das richtig verstanden? Genau, ganz genau. Also es ist ein Zusatz zu den anderen Kriterien, die sowieso mit drin sind, mit drin sein müssen, eben mit dem Fokus auf das Soziale. Ja. Und wir geben wie sagt man auf Deutsch? Also es ist ein Leitfaden auch zum Thema, was ist passende Verification. Also wie kann man denn auch in ja, also es geht sozusagen etwas über das einzelne Kriterium hinaus. Ja, und ja. Es gibt eben auch wirklich eine Auswahl an verschiedenen Kriterien. Wir verlangen auf keinen Fall und empfehlen auch sogar gar nicht, dass alles für eine Ausschreibung angewendet wird, sondern wirklich basierend auf den Bedürfnissen. Ja. Super. Weil das ist nämlich auch das Wichtige, diese Verification, wenn man nämlich nicht Electronics Watch Affiliate wäre, kann man auch dann wirklich selbst mit dem Wissen, was da ist, dann Entscheidungen treffen und abwägen, ist das ausreichend, ist es zu wenig oder ist es übertroffen sozusagen. Also man hat eigenständig die Möglichkeit, auch wenn man nicht der absolute Fachexperte im Bereich soziale Kriterien ist, mit dem Dokument. Okay, super. Sonst noch Fragen in die Runde? Möchte noch jemand einen Chatbeitrag oder einen Audiobeitrag bringen und Josephine zu einem Thema befragen? Dann bitte kurz melden. Ansonsten würden wir nämlich sonst zum zweiten Input weiter übergehen. Ich warte noch einen Moment, kriege jetzt aber keine Rückmeldung. Also es schaltet sich keiner mehr per Audio ein oder es gibt auch keinen weiteren Chat. Nein. Daher nochmal ganz herzlichen Dank, Josephine. Du bist ja nicht raus, sondern kurz mit dem Input jetzt zu Ende und wir sehen dich dann gleich im zweiten Teil wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal und bis gleich. Dann entsprechend dem angekündigten Ablauf, jetzt kommt der zweite Input, den meine Person vorstellen darf. Ich werde mich jetzt auf meinen Bildschirm gleich hier teilen und werde den Schweizer Kontext sozusagen vorstellen. Einen kleinen Moment bitte. Jetzt müsste man hier meinen Screen sehen. Das müsste der Fall sein. Ja, wunderbar. So, herzlichen Dank, Josephine. Jetzt kommt in Anlehnung an das gerade eben gesehene gute Beispiel, wie man soziale Nachhaltigkeit in ICT-Hardware-Beschaffung einbinden kann, ein Überblick an guten Beispielen, wie die öffentliche Beschaffung in der Schweiz denn unterwegs ist. Also wir haben europäische Beispiele bekommen aus Schottland, Schweden, Spanien, Norwegen und den Niederlanden. Und jetzt ein kleiner Einblick in die Schweiz. Und das Ganze ist angelegt oder motiviert durch ein Forschungsprojekt bei uns an der Forschungsstelle im Rahmen des NFP 73 Nachhaltige Wirtschaft. Ja, genau. Sind wir Monitorstelle, das beide jetzt nicht. Ah, pardon, sorry. Ich habe gedacht, ihr seht den. Danke für den Hinweis. Jetzt weiß ich noch nicht, warum er den mir nicht. Genau, Sie sehen eben nicht mein Vollbild, sondern Sie sehen nur mein. Das wollte ich sagen. Das macht auch Sinn, wo ich dann den du an. Windows Pay. Jo. Entschuldigung, da haben wir gerade ein kleines Zähl. Und jetzt Screen on. Ah, Screen on. Ja. Das Ende bestimmt noch mal. Das mache ich einfach duplikiert. PowerPoint. Entschuldigung für das kleine technische Problem.
Genau. Ich mache mal das Screenshare rückgängig und jetzt mache ich es gut. Ja, jetzt ist es okay. Jetzt mache ich einfach, genau, ein Teil, ich mache einfach einen Teil Screen. Nein, das erlaubt mir, glaube ich. So, jetzt müssen wir. Oh, ja, Entschuldigung, danke für den Hinweis. Jetzt, nein, danke. Das ist doch für alle besser. Jetzt gibt es den vollen Bildschirm, den ich ja auch gesehen habe, auch für Sie im All. Also beginne ich nochmal ganz kurz neu. Im Rahmen des NFP-73-Programms, Forschungsprogramms Nachhaltige Wirtschaft, haben wir an der Uni Bern, nehmen wir an einem Projekt mit teil und in dessen Zusammenhang schauen wir uns die Beschaffungspraxis, die nachhaltige Beschaffungspraxis in der Schweiz an. Und jetzt hier ganz genau für ICT-Hardware und aber mit einem ganz speziellen Fokus soziale Kriterien, weil das dann der Anlass dieses Workshops ist. Über was werden wir ganz kurz sprechen in den verbleibenden 15 Minuten? Ich möchte kurz darauf eingehen, was ist der allgemeine Status in den Jahren 2018 und 2019 gewesen mit Almbeschaffung? Wie kriegen wir die, wie werden ökologische und soziale Kriterien eingebettet und wie kriegt man eigentlich hin, diese Kriterien, die es da gibt? Sie sehen auch das Frontcover von dem Report, den wir besprochen haben. Wie kriegt man es wirklich in die Ausschreibung eingebettet und spricht nicht nur darüber? Gehen wir dann direkt in Medias Res und da werden Sie dann, da sehe ich kurz den Scope, also den Rahmen, den wir untersucht haben. Und in den Link können Sie das Paper, was wir dazu veröffentlicht haben, auch gerne dann außerhalb mal als Lektüre nutzen. Was haben wir uns angeschaut? Wir haben uns in den Jahren 2018 und 2019 die Hardwarebeschaffung für Personal Computer, Server und Smartphones angeschaut. Also das sind die drei wichtigen Produktgruppen, die weltweit nachgefragt werden. Personal Computer werden weiter noch unterschieden dann in Notebooks, Desktop-PCs sowie auch Tablets. Schauen wir uns das Ganze in der Sprache der Beschaffer an, sehen Sie jetzt alle CPV-Gruppen, die für ICT-Hardware relevant sind. Und diese Auflistung, die Sie sehen, sind für diese Schweizer Publikationsorgan SIMAP-CH von 2009, also seitdem es SIMAP gibt, bis zum Ende Jahr 2019, alle Nennungen in den verschiedenen CPV-Gruppen genannt worden. Das heißt nicht, dass das alles einzelne Ausschreibungen sind, sondern es sind Teile, wo oder CPV-Gruppen, wo Nachhaltigkeit, beziehungsweise nicht Nachhaltigkeit, ICT zum Tragen kommt. Und es ist üblicherweise so, dass in einer Ausschreibung mehrere von diesen CPV-Codes dann zusammengeführt werden, weil wir nicht immer nur Monitore alleine, sondern wir kaufen ja immer meistens Notebooks mit externen Monitoren zusammen und dann haben wir immer mehrere Nennungen von diesen Codes. Aber so sind die verordnet und das Wichtige für uns, wir arbeiten mit diesen CPV-Codes, um nachher auch in diesen Code-Gruppen Nachhaltigkeit finden zu können. Was ist das Ergebnis? Wir können sagen, in den Jahren 18 und 19 haben wir 116 Ausschreibungen und von diesen 116 Ausschreibungen haben 17 Nachhaltigkeitskriterien. Und gegliedert dann in Personal Computer, Server und Smartphones, sehen Sie, variiert das von 8 bis 23, beziehungsweise 17%. Also man kann sagen, dass in den Bereichen Servern wir relativ viel Nachhaltigkeitswissen schon drin verbucht haben. Schauen wir uns auf dem, gehen wir die Zahl gerade runter. Dies können wir weiter noch unterscheiden, dass wir 8 Projekte mit grundlegender Nachhaltigkeit haben und 9 mit umfassender Nachhaltigkeit. Also wir unterscheiden auch noch das Level der Nachhaltigkeitsanforderungen. Gehen wir jetzt auf die Beschaffungsebenen ein, können wir sagen, dass wir in diesem Zeitraum rechts unterschieden auf der föderalen Ebene wenige, aber sehr, sehr große Ausschreibungen gefunden haben und auf kantonaler bzw. städtischer bzw. Gemeindeebene relativ viele Ausschreibungen gefunden haben, absolut. Und wir können weiter sagen, dass die Nachhaltigkeit entsprechend in der Häufigkeit abnimmt. Also
Die zentrale Ebene, die zentrale eidgenössische Beschaffungsebene, können wir sagen, hat ein sehr, sehr hohes Verständnis und auch sehr viel Kapazität, um Nachhaltigkeit beschreiben zu können. Und dieses Wissen über Nachhaltigkeit fällt sehr, sehr stark auf Ebene Kantone oder Städten und Gemeinden nachher ab. In der nächsten Folie möchte ich ganz kurz ein Beispiel benennen, was wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Die Person, die das initiiert hat, sitzt nachher auch hier im Panel. Aber nicht nur deswegen bringe ich das Beispiel, es ist einfach ein extrem gutes Beispiel für dieses Level der Comprehensive Nachhaltigkeit, wie es hier unten markiert worden ist in Rot. Also wir haben hier eine Ausschreibung von Desktop bzw. generell Arbeitsplätzen, die hochwertige Nachhaltigkeitskriterien verwendet hat. Ganz kurz nur zu sagen, wir können feststellen, dass es verschiedene Zuschlagskriterien gibt und auch verschiedene Selection Criteria, die Nachhaltigkeit beinhalten und die da gefunden worden ist. Das grün eingefärbte zeigt, dass wir hier auch hauptsächlich ökologische Kriterien gefunden haben. Ein anderes Beispiel, und das ist ja eher der Fokus, auch den wir jetzt hier in den Workshop vorantreiben möchten, ist eine Beschaffung. Und zwar hier eine städtische Beschaffung von 1600 Smartphones von der Stadt Genf. Also vorher hatten wir wirklich über einen sehr, sehr großen Tender gesprochen. Oder Ausschreibungsvolumen waren, ich springe mal zurück, es waren 100.000 Geräte, also Portable Computer und Desktops, 50.000 Monitore versus jetzt hier 1600 Smartphones. Also Sie sehen, Bandbreite ist da unrelevant, ob Nachhaltigkeit da ist oder nicht. Jetzt für diesen Anführungszeichen kleinen Ausschreibung haben wir feststellen können, dass es sowohl ökologische als auch soziale Kriterien sehen, also grün immer noch die ökologischen Kriterien, blau eingefärbt die sozialen Kriterien. Was hier zu sagen ist, ökologisch-soziale Kriterien sind in der linken Aufführung, was die reine Information aus dem Meldungstext entspricht, gleichwertig. Je 5% der Gewichtung geht in die Nachhaltigkeitskriterien rein. Und schauen wir uns rechts, wo wir uns die Nachhaltigkeit nochmal dezidiert in den Ausschreibungsunterlagen angeschaut haben, können wir sagen, neben dem Nennen der 5% ökologischen sozialen Kriterien wird weiter verlangt, dass es dass der Anbieter mit ISO 14000 Zertifikaten arbeiten muss oder dass er sogar, das sehen Sie ganz unten, das hier in der Schweiz vorhandene Eco-Enterprise Label vorzeigen sollte oder müsste und damit entsprechend bewertet. Sie sehen auch ganz viele andere Kriterien, wie Nachhaltigkeit im Sozialen hier eingebunden wird. Das ist eine relativ große Ausprägung und ein extrem gutes Beispiel, wie man das machen kann. Um eine Auswertung im Sinne der ganzen Untersuchung hier geben zu können. Wir können sehr gut sagen, dass der deutschsprachige Bereich in der Schweiz sehr stark sich auf ökologische Kriterien versteift und der französischsprachige Bereich in der Schweiz sehr, sehr stark mit den sozialen Kriterien arbeitet. Das ist wirklich ein Fakt, das können wir wirklich so nachher auflisten. Und um den dritten Landesteil hier nicht zu vernachlässigen. Leider bei den italienischsprachigen Beschaffungen haben wir gar keine Nachhaltigkeitskriterien finden können in diesem Zeitraum. Also es gab entsprechend italienischsprachige Ausschreibungen, aber wir haben keine Nachhaltigkeitskriterien finden können. Das ist so als kurzen Überblick. Gehen wir jetzt schnell weiter und schauen uns an, was sind Nachhaltigkeitskriterien, wie wir sie einbinden können. Es ist allgemein bekannt, ich bin noch kurz darauf eingegangen, es gibt EU Public Procurement Kriterien, die sind soweit alle jetzt 2020 revidiert, aktualisiert worden. Das Wichtige ist, dass Personal Computer, Notebooks, Tablets und Smartphones gerade in der zweiten Revisionsrunde sind und da es dann demnächst den Technical Report und die Kriterien geben wird. Rechenzentren wurden im Juni abgeschlossen und Drucker gab es schon im Mai die Veröffentlichung. Unten der Link, können Sie sich das anschauen, da finden sich die Kriterien. Sozial
Unser Fokus gibt es mehrere Sachen, die man nennen kann. Und da geht es natürlich das How to Procure Fair ICT Hardware Projekt und die entsprechende Progression hervorzuheben und zusätzlich dazu diesen Good Practice Case, den es seitens der EU gibt, der veröffentlicht worden ist, der neben ICT Hardware auch andere Bereiche der öffentlichen Beschaffung hervorbringt, wo es Nachhaltigkeit und Soziales zu vereinigen gibt. Das Wichtige, und auf das gehe ich jetzt folgend auch stärker ein als Beispiel, ist der Best Practice Case hier in der Schweiz. Das bringe ich auch in den Folien. Sie kriegen dahin den ganzen Foliensatz natürlich, aber aufgrund der Zeit würde ich jetzt zu dem Best Practice Case in der Schweiz springen. Und den hätten wir von Peer. Peer ist eine Einkaufsgemeinschaft in der Westschweiz, das heißt im französischsprachigen Teil der Schweiz, der zusammen verschiedene Bereiche, wirklich, es ist eher eine räumliche und nicht eine fachliche Zusammenschluss, so wie in Schottland mit den Colleges und den Universitäten, sondern es sind alle öffentlichen Beschaffer in der Westschweiz eingeladen, in diesen Sammelbeschaffungen mit teilzunehmen. Die letzte Ausschreibung war in 2017, darum hatten wir sie auch nicht in diesem Zeitfenster 2018 und 2019 gefunden. Aber wir kennen trotzdem diese Ausschreibung. 2017 war es so, dass 4 Lose ausgeschrieben wurden und es ging um ein Beschaffungsvolumen von 33.000 Desktops, 17.000 Monitoren, 12.000 Notebooks und 2.500 Laserdrucker. Rechts findet sich der original SIMAP-Meldungstext, da auch entsprechend die Projektnummer, unter der man diese Ausschreibung wiederfinden könnte. Also die Projektnummer wäre die 160238. Um zu sehen, was ist damals als Nachhaltigkeit definiert worden, das ist jetzt schon relativ lange her, also vor 3 Jahren, da hat sich in der Zwischenzeit sehr viel getan, aber damals schon wurden ökologische und soziale Kriterien eingearbeitet und die Bewertung hat mindestens 20% aller aller Gewichtungskriterien entsprochen, also ob ökologisch und sozial, mindestens 20% der Bewertung ging auf Nachhaltigkeit rein. Das sehen Sie zum Beispiel hier rechts bei den Darstellungen. Bei diesen entsprechenden Deklarationen, die ausgeführt werden müssen, gibt es entsprechende Aspekte der ökologischen und der sozialen Sphäre, die berücksichtigt werden müssen und explizit durch den Zuschlag erhaltenden dann gewährleistet werden müssen. Zusätzlich zu diesem Kriterien, die 2017 erarbeitet wurden, ist zusätzlich noch Peer Electronics Watch beigetreten und haben sich verpflichtet, beziehungsweise nutzen dieses Netzwerk auch, um diese Transparenz in der Wertschöpfungskette für ICT-Beschaffung auch nutzen zu können, um da auch verlässlich dann diese Verifizierung vorantreiben zu können. Das wäre soweit jetzt in aller Kürze der Input, wie es in der Schweiz steht. Also wir können sagen, dass es entsprechend dem Beispiel von Josephine auch hier in der Schweiz ein gutes Beispiel oder ein sehr hervorstechendes Beispiel gibt für Nachhaltigkeit im sozialen Bereich. Peer ist so ein bisschen der Mantel über allem drüber, aber das Beispiel in der Stadt Genf ist auch sehr, sehr hervorragend. Da haben wir auch noch andere Beispiele, wenn man jetzt in den französischsprachigen Ausschreibungen sucht. Gerne Fragen, falls es denn welche geben sollte. Das sehe ich soweit jetzt noch keine. Gucken wir unseren Text. Würde ich eine mündliche Frage stellen? Ja. Weil ja meine WTO auch analysiert wurde. Da habe ich verstanden, dass wir im Bereich sozialen Nachhaltigkeit noch Verbesserungspotenzial haben können. Mich nehme Wunder, ob zum Beispiel auch die Eignungskriterien angeschaut wurden, weil es ja in der Schweizerischen Bundesverwaltung, sprich den zentralen Beschaffungsstelle, den BPL, gibt es ja diverse, muss
Eignungskriterien, die sich ausschließlich und speziell auf soziale Nachhaltigkeit beziehen. Die habe ich jetzt da nicht gesehen und nicht gespürt. Und vielleicht gibt es ja einen guten Grund dafür, damit man die nicht analysiert hat. Und wenn ja, welche? Da würde ich jetzt wie folgt darauf antworten. Also zum einen hatten wir, als wir Anfang 2020 diese Auswertung gemacht hatten, war uns das Wissen aus dem, dem Hauptbegriff Fair ICT-Bereich noch gar nicht bekannt. Wir haben uns da versucht, mit verschiedenen Best-Practice-Beispielen oder von Key Actors, wie es Iclaim unter anderem ist, zu schauen, was gibt es an sozialen Kriterien, weil sie eben nicht so glasklar formuliert sind im Bereich ökologischen Kriterien. Und da sehen Sie jetzt gerade zwei Folien, die ich dann zeigen möchte. Das eine ist, sind die Schweizer Arbeitsbedingungen, also was ist national an Anforderungen vorhanden oder muss gewährleistet sein, um nicht als öffentliche Hand Dumping in irgendwelcher Form zu betreiben. Da können wir sagen, das sehen Sie auf der linken Seite, es wurden sämtliche Kriterien, die zu erfüllen sind, erfüllt oder übererfüllt. Also in Summe, wir sprechen jetzt nicht von allen Einzelnen, aber wir können sagen, Schweizer öffentliche Beschaffungsstellen verstehen in Gänze, was es heißt, Schweizer Arbeitsbedingungen nachfragen zu wollen und das nachher zu überprüfen und sich das vorzeigen zu lassen. Und Sie sehen wirklich die verschiedensten Ausprägungsformen von allen, von ILO-Deklarationen, die entsprechenden Conventions, das Elimination von also Kinderarbeit, dann wie sieht es aus mit sozialen Codes, da können Sie sich im Paper vertiefen. Das ist in den AGB der Bundesverwaltung so definiert. Ja. Das sind die 5 ILO-Grund. Im Übereinkommensvorhaben drin, die werden auch abgefragt. Was mir ganz hier konkret fehlt, ist die Lohngleichheit zum Beispiel. Die wird auch immer abgefragt. Genau. Und die muss auch eingehalten werden und die wird nicht mehr nur abgefragt, sondern die wird auch effektiv kontrolliert. Genau, also das als Kriterium, das hatten wir damals noch nicht auf dem Schirm, das waren wir uns nicht bewusst. Also dieses, wie sie abgefragt wird, und das ist halt eben für uns auch der Ansatz, wo wir sagen würden, okay, das wäre für die Zukunft wichtig auch zu monitoren, wie stark wäre der, also wenn es Unterschiede gäbe, wie stark sind die Monitoring würdig, muss man da was verändern? Mhm. Wir haben sie jetzt eigentlich nur hier drin, in der Zeile Non-Discrimination of Men and Women, da hätten wir, das würde dem Kriterium entsprechen. Aber wir eben, es ist nur eine Anzeige, dass es passiert, wir können auch keine Quantifizierung machen, von diesen 17 Ausschreibungen, wie viele haben das jetzt? Wir haben jetzt nur gesagt, was haben wir gefunden, dass wir sozusagen den Korridor beschreiben können. Mhm. Was gibt es und was ist at its best? Weil wir sehen auch wirklich über dem, was gefordert wird, wie du gerade eben gesagt hast, geht man auch über hinaus, dass man Social Management abfragt, man diesen Eco-Enterprise, dass man sogar ein Label für nachhaltiges oder soziales nachhaltiges Arbeiten in den entsprechenden Betrieben nachfragt. Also das wollten wir rausfinden. Und das CORBA, was genau. Code of Conduct und so weiter. Ja. Und das sind jetzt hier, das sind die Working Conditions in der Schweiz. Aber wenn wir uns anschauen, gehen wir außerhalb der Schweiz und was sind dann die sozialen Kriterien in dem globalen Arbeitskriterien, sehen wir, es ist wirklich ein weißer Fleck. Wir haben nichts gefunden zu Responsible Business Alliance, zum SA 8000 Label, Electronics Watch oder Responsible Mining Initiatives. Da haben wir nichts zu finden können. Und das ist für uns, da möchten wir einfach helfen und weiterentwickeln und was heißt es, das machen zu können. Und darum ist dann für uns auch dieser Report, wie wir ihn jetzt aus dem Make ICT Fair Projekt kennen, so wertvoll, dass man auch zeigen kann, vielleicht hat man bisher sich so schwer getan, weil man nicht wusste, was zu tun ist, aber jetzt gäbe es die Möglichkeit, als Zuschlagskriterium, als technische Spezifikation, als Eignungskriterium valide festzuhalten, wie kann man das einbringen. Also da muss man nicht nur Leuchtturm-Performer sein, sondern man kann das dann auch vielleicht als gute Basis nachher an die Hand nehmen, um das weiterzutreiben. Und das ist ja auch genau der Teil, den wir dann im zweiten Teil vorantreiben möchten. Wie kriegt man diesen blinden Fleck denn gefüllt und da auf jeden Fall mindestens eine entsprechende Grauschattierung? Das ist für uns halt das Wichtige. Und
zum Verständnis, wir möchten hier niemanden marken, sondern wir möchten einfach helfen, wie man das vorantreiben kann. Genau wie Josephine gesagt hat, eigentlich, es sollte ja irgendwie selbstverständlich sein, dass wenn wir die Möglichkeiten mit dieser Informatikinfrastruktur arbeiten zu können, dass das auch so produziert worden ist, dass andere Leute dann nicht mit ihrem Leben haben irgendwie leiden müssen, um das für uns zu ermöglichen können. Und das ist das einzige Verständnis, wo wir da voranschreiten möchten. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Das sehe ich jetzt nicht so, und dann würde ich jetzt 5 Minuten verspätet den ersten Teil schließen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Es werden noch mal kurz Slides eingeblendet zum zweiten Teil, und wir würden dann, wenn das in Ordnung wäre, ich schaue nach rechts und links im Panel, würden wir um 2:55 dann mit dem zweiten Teil anfangen. Dann würden wir nämlich neben der Josephine Hinz, die schon angegeben haben, würden wir noch die Gail Reichert einloggen, und dann wären wir in spätestens 10 Minuten wieder alle im Bild und würden dann mit dem zweiten Teil der Diskussion dann uns dann vertiefen. Herzlichen Dank für den ersten Teil, und würde mich freuen, wenn Sie in 10 Minuten wieder dabei sind. Holen sich was, einen Kaffee, und oder erleichtern sich ganz kurz. Wir würden uns gleich freuen, hier in diesem